Let's Plays. Sie zählen wohl zu den erfolgreichsten Genres im Bereich der YouTube-Formate. Dabei sind sie so simpel, wie sie klingen. Let's Player nehmen sich selbst beim Spielen auf und kommentieren das Spielgeschehen. Aber warum wurde das Format so erfolgreich und gibt es traditionelle Let's Plays überhaupt noch? Dieser und weiteren Fragen gehen wir im heutigen Video nach. Mit dabei ist heute der Let's Player Yodarum. Das Genre der Let's Plays lebt fast schon so lange wie YouTube selbst. Erste Aufzeichnungen unter dem Namen Let's Play wurden in diversen Gaming-Foren bereits 2006 gefunden und der YouTuber Christian zählt mit seinem Animal Crossing-Projekt 2003 bis heute zu den Pionieren im Bereich der Let's Player. Das Format feierte einen riesen Anschwung an Beliebtheit und das natürlich auch in Deutschland. Während Gaming vorerst primär durch TV-Shows wie Giga Games, der Hugo Show oder später Game One repräsentiert wurde, konnte man durch Let's Plays nun viel näher auf die Gamer und deren Spielsessions blicken. Und das kam richtig gut an. Der Boom der Let's Plays war die Geburtsstunde für viele noch heute sehr berühmte Gesichter der Plattform. Hallöchen, Popöchen, und da sind wir auch wieder. Schon wieder geht's los mit Minecraft. Hi Leute, ich begrüße euch. Moin moin, meine Call of Duty-Freunde. Hallihallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play EVE Online. Mein Name ist Pietsmeet. Den Grund für das Schauen von Let's Plays musste jede Person natürlich für sich selbst suchen. Einige nutzten sie als eine Art Tutorial und suchten Hilfe beim eigenen Spielfortschritt. Andere nutzen sie als Review-Format, um sich anzuschauen, ob Spiel X etwas für sie ist. Und wiederum andere schauten Let's Plays rein zur Unterhaltung. Ich habe Let's Plays früher als reines Unterhaltungsmedium wahrgenommen. Ich hatte dadurch die Möglichkeit, Spiele zu sehen, die ich mir selber nicht leisten konnte oder ich selber nicht spielen wollte. Beispielsweise war ich ein Riesenfan von Horrorspielen. Ich habe es geliebt, anderen dabei zuzusehen, wie sie alle möglichen Horrorspiele gespielt haben und konnte mich da aus sicherer Entfernung heraus einfach ein bisschen mitgruseln. Mit der Zeit sind die Gesichter hinter den Spielerinnen und Spielern immer wichtiger geworden. Dem Gameplay wurden Facecams hinzugefügt und auch Themen abseits der eigentlichen Spiele wurden zum Fokus der Videos. So waren nicht mehr ausschließlich die Spiele die Hauptakteure, sondern vielmehr auch die Spielerinnen und Spieler. Durch die große Beliebtheit des Formates wollte damals wirklich jeder Gaming-Fan Let's Player werden. Auch ich. Meine YouTube-Historie startete bereits 2012 und zwar mit diesem ikonischen Video. Hallo und herzlich willkommen Leute bei meinem ersten Let's Play vom Kingsale RP. Mein erstes Projekt wird sein Super Smash Bros. Und ja, ich stelle mich jetzt erstmal ein bisschen vor. Ich bin jetzt seit knapp 2 Monaten auf YouTube und fange jetzt erst mit dem Let's Playen an. Das lag an den ganzen Kanalvorbereitungen und sowas. Es gab keine Kanalvorbereitungen. Ich glaube, ich habe ursprünglich mit Let's Plays angefangen, vor mittlerweile 5 Jahren, um mein Mitteilungsbedürfnis mit meiner Liebe zu Videospielen zu vereinen. Mittlerweile binde ich noch deutlich mehr Leidenschaften in die Videos ein, wie beispielsweise das kreative Ausleben mit Hilfe von meinem Schnittprogramm. Zudem fand ich es schon immer irgendwie erstrebenswert, eine gleichgesinnte Community um einen rum zu formen, mit dem man einfach seine Werke teilen kann. Für mich persönlich hatte die Zuschauerinteraktion einfach schon immer einen hohen Stellenwert und ich glaube, da lügen sich auch viele in der Tasche, wenn sie Videos hochladen und gar nicht darauf aus sind, Resonanz zu bekommen. Wenn keiner darauf aus ist, Resonanz für seine Werke zu bekommen, warum lädt man es dann hoch? Warum spielt man es dann nicht privat? Der Hype um Let's Plays stieg an und ein Ende war lange nicht zu sehen. Es folgten diverse TV-Auftritte, Eskalationen auf den jährlichen Gamescoms und eine eigene Let's Play-Kategorie bei der Goldenen Kamera. Es ging sogar so weit, dass My Video einige YouTuber wie Gronkh, Sarraza oder Pietsmeet unter Vertrag genommen hat, um gemeinsam mit ihnen TV-ähnliche Spielshows zu produzieren. Let's Play Together und Pietsmeet's Hard Reset. Zwei echt coole Shows, die ich damals wirklich gerne geschaut habe. Der Erfolg eines Let's Plays steht und fällt mit dem jeweiligen Spiel. Wer damals sicher gehen wollte, dass sein Kanal gut läuft, durfte ein Spiel nicht ungespielt lassen. Minecraft, das wohl erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Ohne die zigtausenden Let's Plays würde es Minecraft heute sicher nicht in der Form geben, wie wir es heute kennen. Und ohne Minecraft wären heute viele Let's Player nicht da, wo sie heute sind. Eine direkte Wechselwirkung also.
Es war ein gigantischer Hype. YouTuber haben sich zusammengetan und Riesen-Events gestartet, große Projekte und Schlachten ausgeführt und wahnsinnig tolle Bauwerke errichtet. Minecraft hat das erreicht, von dem andere Spiele nur so träumen. Es hat den wohl größten Hype rund um ein einziges Spiel seiner Zeit ausgelöst. Die Let's Player der Minecraft-Szene wurden über Nacht zu Stars, in der Öffentlichkeit belagert und viele letztendlich auch Millionäre. Der Erfolg der Let's Plays war größer, als man es sich je hätte erträumen können. Also Let's Plays waren früher, ganz ganz früher, so 2008 bis 2014 rum, einfach nur Start-Stopp-Aufnahmen. Ich denke, einfach aufgrund der unglaublich niedrigen Einstiegsschwelle war YouTube schnell überfüllt von Tausenden, wenn nicht sogar Millionen dieser Videos. Und obwohl die Nachfrage nach solchen Gaming-Videos natürlich nach wie vor hoch ist, musste man rausstechen irgendwie durch Persönlichkeit oder durch Videoschnitt oder ähnliche Aspekte, die einen einfach von anderen abheben. Let's Plays wurden so im Laufe der Jahre einfach deutlich zentrierter um die Person herum, die es spielt, anstatt das Spiel selber in den Vordergrund zu rücken. Viele haben einfach angefangen, die Videos zusammenzuschneiden, ein paar Effekte einzubauen, kleinere, größere Edits reinzuknallen und haben so einfach dem Video etwas mehr Pep verliehen und so ist das Ganze einfach zeitgerechter geblieben. Natürlich gibt es auch heutzutage noch haufenweise dieser ganz klassischen Start-Stopp-Aufnahmen, aber ich glaube, ich kenne zumindest keinen, der dadurch in letzter Zeit erfolgreich geworden ist. Das sinkende Interesse machte sich auch schnell bei den Let's Playern bemerkbar. Im Laufe der Zeit veränderten sich die Sehgewohnheiten der Zuschauenden, sodass auch YouTube sich veränderte. Wo zu Beginn Aufrufe und Abonnenten der Indikator für ein gut performendes Video waren, wurde die Priorität später immer mehr auf die Watchtime eines Videos gelegt. Sprich, je länger die Zuschauenden bei einem Video bleiben, desto stärker das Video, so in der Theorie. Das führte wiederum dazu, dass die ursprünglichen Let's Plays, welche gerne 30 bis 60 Minuten liefen, nicht mehr so gut angenommen wurden wie zuvor. Viele Creator reagierten und tauschten Quantität gegen Qualität. Mehr Schnittarbeit, tollere Effekte, spannendere Geschichten und komprimiertere Videoinhalte sollten nun das Genre definieren. Aber bedeutet ein neues Konzept auch gleich das Ende des Genres? Also ich würde sagen, das ursprünglich etablierte Format der Let's Plays ist tot, diese reinen Start-Stopp-Aufnahmen. Die wurden abgelöst von Livestreams, weil Livestreams bieten einfach genau das, was diese reinen Start-Stopp-Aufnahmen hatten, nur mit dem Bonus der Live-Interaktion mit seinen Zuschauern. Aber Let's Plays sind einfach so viel mehr als reine Start-Stopp-Aufnahmen. Ich liebe es einfach, wie man die Möglichkeit hat, bei Let's Plays seinen ganz eigenen Charakter mit einzubringen, diesem Format des Let's Plays seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Die Nachfrage nach Let's Plays, in welcher Form auch immer, ist einfach nach wie vor unglaublich hoch. Und dank der Vielseitigkeit und Wandelbarkeit dieses Formates sind Let's Plays, denke ich, einigermaßen unsterblich. Wie es Yodarum bereits gesagt hat, Let's Plays sind in irgendeiner Form unsterblich. Auch wenn die klassischen Formen des Ursprungsformates nur noch selten auffindbar sind, sind Let's Plays nach wie vor da. Sie haben sich stark weiterentwickelt und verändert. Während Let's Player zu Beginn des Genres noch alleine hinter ihrem Mikrofon aufgenommen haben, ohne ihr Gesicht zu zeigen, finden sie heute meist vor einem Live-Publikum statt. Zudem wurden sie mit der Zeit immer lauter, interaktiver und finden zudem meist im Mehrspielermodus statt. Solo-Projekte, ungeschnittene und uneditierte Let's Plays findet man heutzutage wirklich selten. Das bedeutet also, Let's Plays sind noch da, sie sind einfach nur anders. Ich denke, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass Let's Plays einen großen Teil der damaligen Freizeitgestaltung ausgemacht haben. Wie gerne habe ich nach der Schule Let's Plays von Pete Smeed und Let's Play Markus geschaut. Schöne Zeiten waren's und ich hoffe, ihr hattet gerade eine mindestens genauso schöne Zeit mit mir und diesem Video und natürlich auch mit meinem wundervollen Gast Yodarum. Den Link zu seinem Kanal findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Gaming von gestern.